Es geschah lange vor unserer Zeit. Ein gewaltiger Kometeneinschlag sollte das Antlitz unseres Planeten für immer verändern. Die Ära der Dinosaurier endete durch die Katastrophe. Zurück blieben verwüstete Landschaften. Doch die zerstörte Welt erholt sich und erblüht von Neuem. Das Zeitalter des Menschen bricht an. Er erobert die Erde und macht sie sich untertan. Aber was geschieht, wenn das All zu einem neuen Schlag ausholt? Dies ist die mögliche Geschichte unseres Planeten und seiner Bewohner, bedroht von dem Naturereignis, das die Erde schon einmal heimsuchte. Vor 2 Jahren wurde der tödliche Komet entdeckt. Seitdem leben die Menschen in dauernder Anspannung, fast überall auf der Welt. Nur in ganz entlegene Orte ist die Nachricht von der Gefahr noch nicht vorgedrungen. Woanders wird fieberhaft daran gearbeitet, das Unheil im letzten Moment abzuwenden. Noah, es geht los. Ja, in 10 Minuten. Keine Sorge, ich bin da. Forschungszentrum CESAR. Der Geologe Jan Smit mit einem Bohrkern aus dem Atlantischen Ozean. Das Gedächtnis der Katastrophe, die sich vor 65 Millionen Jahren ereignet hat. Gemeinsam mit einem internationalen Team führender Wissenschaftler diskutiert er das Szenario unseres Filmes basierend auf den Fakten der Vergangenheit. Die Folgen eines Kometeneinschlags heute. Was passiert, wenn sich jetzt, wo 7 Milliarden Menschen die Erde bevölkern, ein vergleichbares Desaster wiederholt? Dieses Team liefert das wissenschaftliche Fundament unserer Geschichte. Bam! Big Rock hits the... Ein großer Felsbrocken trifft die Erde. Alles Leben im kontinentalen Maßstab wird sofort ausgelöscht. Das Risiko, dass eine Art neues Mittelalter entsteht, ist sehr hoch. Der Tag der Entscheidung. Die Teleskope der weltgrößten Observatorien sind allesamt auf ein Ziel gerichtet. Der Astrophysiker Noah Boyle leitet das Beobachtungsteam auf Hawaii. Mit der Informatikerin Xian Yatan hat er wichtige Daten für die Abwehrmission geliefert. 12 Monate nach Ende. Danke, Xian. Ich habe meine Daten noch mal gecheckt. In den Weltraumkontrollzentren in aller Welt herrscht seither Alarmstufe Rot. Dieses Projekt entstand unter bisher nie dagewesenem Erfolgszwang und bedeutet die größte gemeinsame Leistung... Sie müssen mindestens 1/10 des Kometen wegsprengen, um seine Flugbahn zu verändern. Ehrlich gesagt, ich verlasse mich lieber auf Wissenschaft als auf Glaube. Aber wir sollten beten, dass es funktioniert. Seit 6 Monaten ist die Sonde der internationalen Staatengemeinschaft unterwegs. Ein nuklearer Sprengkopf, 800 Mal stärker als die Hiroshima-Bombe, soll den Kometen stoppen. Wie Milliarden anderer Menschen wartet Familie Watton hilflos auf den Ausgang der Mission. Erinnern wir uns, es ist bereits 6 Monate her, dass die Ariane der Europäischen Weltraumbehörde in Kourou gestartet ist. Die Ingenieure mussten enorme technische Hürden überwinden, um den gewaltigen Nuklearsprengkopf auf der Rakete zu installieren. Haben Sie ihn schon gesprengt? Sie schaffen es schon. Hab keine Angst.
Nur 2 Minuten vor dem Einschlag der Sonde. Hier nun die ersten Bilder des Kometen in einer Live-Schaltung. Mit über 200.000 Kilometern pro Stunde rast der Brocken aus Eis und Geröll auf die Erde zu. Zur gleichen Zeit in Texas. Fernando Martinez arbeitet seit vielen Jahren in Houston, um Frau und Kinder in Mexiko zu ernähren. Es folgt eine Ansprache des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Guten Morgen. An diesem Tag, an dem die Existenz unserer Welt auf dem Spiel steht, kann die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika... Bisher hat er die Gefahr verdrängt. Wie viele andere klammert er sich an die Hoffnung, dass die Abwehrmission gelingen wird. Angesichts des heutigen Stands der Technik bezweifeln die Wissenschaftler die Aussicht auf Erfolg. 18 Monate sind eine sehr kurze Zeit, um auf eine Gefahr dieser Größenordnung angemessen zu reagieren. Der Ingenieur Michael Kahn, Spezialist für die Missionsanalyse von Raumfahrtprojekten der ESA. Wir nehmen die stärkste Rakete, die es gibt. Dann haben wir noch 12 Monate Zeit, um eine Sonde zu bauen, die eine 4 Tonnen schwere Atombombe zum Kometen transportieren kann. Die größte Trägerrakete, die derzeit zur Verfügung steht, ist die Ariane 5 der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Für eine Mission mit so kurzer Vorlaufzeit gäbe es heute keine Alternative. Die Sonde trifft in Höhe der Marsbahn auf den Kometen, und zwar 4 Wochen, bevor der die Erde erreicht. Der größte Engpass für eine Verteidigung wäre der enorme Zeitdruck. Kometen werden oft erst spät auf ihrem Weg gesichtet. 1997 entstand eine vergleichbare Situation, nur ohne Gefahr. Komet Hale-Bopp faszinierte die Menschen mit seinem leuchtenden Schweif. Auch er wurde erst 2 Jahre zuvor entdeckt. Dies ist der Augenblick der Wahrheit. Möge Gott uns allen helfen. Wenn Sie ihn nicht knacken, liefert der Sensor wenigstens die exakte Position des Kometen. Trotz der enormen Detonationskraft des Sprengkopfes verpufft die Explosion wirkungslos im All. Ungestört setzt der Komet seinen Weg fort. Notstandsgesetze. Ein so großer Komet vom äußersten Rand des Sonnensystems hat eine enorme Geschwindigkeit und eine gewaltige Bewegungsenergie. Keine uns bekannte Technologie liefert genug Kraft, um ein solches Objekt abzulenken oder gar zu zerstören. Die einzige Waffe, die bei einer solchen Bedrohung heute zur Verfügung steht, ist ein nuklearer Sprengkopf. Aber selbst der Einsatz einer Bombe mit einem Gewicht von 4 Tonnen bedeutet lediglich eine Verzweiflungstat. Mit einer Erfolgschance von weniger als 1%. Die Nachricht von der missglückten Mission verbreitet sich rasend schnell. Nur nicht in ganz abgeschiedenen Regionen, die völlig unberührt bleiben von der wachsenden Angst. Für den Pygmäen Loma Ma und die anderen Jäger vom Stamm der Baka geht das Leben weiter im Rhythmus der täglichen Nahrungsbeschaffung. Nein, Maria. Ich weiß genau, ihr seid sicher in Yucatan. Ich bin bestimmt bald bei euch. Hier geht's unserem kleinen Schätzchen. Gut. Und Luisa? Hey, kleine Lady. Nein, Maria. Ich nehme nur Nebenstraßen. Ich müsste in 3 Tagen bei euch sein. Macht dir keine Sorgen.
Ich liebe dich. Fernando verlässt die Stadt und macht sich auf den Weg nach Mexiko. Noch weiß niemand, wo der Komet einschlagen wird. Weit ab von der Großstadt herrscht auf dem Land eine trügerische Ruhe. In den Ballungszentren dagegen wird sich die Lage bald zuspitzen. Höchstwahrscheinlich werden die Grenzen geschlossen. Das Notstandsrecht wird überall in Kraft treten. Und die strategischen Reserven werden ausschließlich für die eigenen Belange benutzt. Der Soziologe Wolf Dombrowski von der Universität Kiel, international anerkannter Spezialist für Katastrophenmanagement. Interessanterweise sind die strategischen Reserven unterschiedlich verteilt. Es gibt sowas wie betriebswichtige Reserven, es gibt versorgungswichtige Personale. Und für all diese Bereiche sind Zuteilungspläne vorhanden. Also es sind keineswegs Reserven für die gesamte Bevölkerung. Zu den nationalen strategischen Reserven gehören langhaltbare Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Treibstoff. Sie reichen in Deutschland für etwa 90 bis 120 Tage, vorausgesetzt, sie überstehen die Katastrophe. Was danach kommt, ist ungewiss. Wir haben hier einen Kometen von 13 Kilometern Durchmesser, der mit 200.000 Stundenkilometern auf die Erde trifft. Die Atmosphäre spielt dabei keine Rolle. Der Geophysiker Jay Melosh, Spezialist für die Entstehung von Einschlagskratern und die physikalischen Auswirkungen von Erdbeben und Erdrutschen. Solch ein Komet wird 100 Millionen Megatonnen Energie freisetzen. Innerhalb von 2 Sekunden durchpflügt er die Atmosphäre. Er ist so groß, dass er auch im tiefsten Ozean einen riesigen Krater heraussprengen wird. Alles Leben im kontinentalen Maßstab wird sofort ausgelöscht. Alles, was nicht geschützt ist, stirbt innerhalb der folgenden Minuten. Noch immer ist nicht bekannt, wo genau der Komet auf die Erde trifft. Okay, Chad. Jetzt 2 Grad Süd. Ich verstehe. Dann können wir nur warten. Wow. Das Ding spuckt 100 Kilogramm Staub in der Sekunde. Das ist ja 10-mal mehr als der Hallesche Komet 1986. Kein Wunder, dass er so einen langen Schweif hat. Noah? Ich habe was gehört von einer Freundin in Arecibo. Sie haben die Koordinaten des Einschlags berechnet. Haben Sie es rausgegeben? Nein, alles top secret. Davon wird nichts öffentlich, bis ein Evakuierungsplan steht. Der Einschlagsort steht fest. Ermöglicht wurde die Berechnung aber nicht durch die Beobachtung der optischen Teleskope. Das größte Radioteleskop der Welt in Arecibo, Puerto Rico, liefert Daten, die um den Faktor 10 genauer sind. Das Problem ist, dass wir warten müssen, bis der Komet schon sehr nah an die Erde herangekommen ist. Bis etwa 2 Wochen vor dem Einschlag. Der Physiker Alan Harris leitet ein internationales Forschungsprojekt zur Abwehr möglicher Kollisionen mit Himmelskörpern. Erst zu diesem Zeitpunkt wird es möglich sein, den Kometen mit einem Funksignal von der Erde zu erreichen. Der Komet wird einen Teil des Signals reflektieren, das wir dann auf der Erde als Echo empfangen. Das gesendete Signal hat eine bestimmte Frequenz und das Echo hat eine leicht abweichende Frequenz. Erst auf der Basis dieser Radardaten werden wir in der Lage sein, exakt zu berechnen, wo und wann der Komet auf der Erde einschlagen wird. Noch ist die Nachricht nicht veröffentlicht.
geliebtes Volk von Mexiko. Heute ist ein tragischer Tag in der Geschichte unseres Landes. Soeben haben wir erfahren, dass der Komet im Gebiet der Halbinsel Yucatan aufschlagen wird. Zuverlässige Quellen gehen von der vollständigen Vernichtung der gesamten Golfregion aus. Die Bevölkerung wird gewarnt. Der Einschlagsort liegt in Fernandos Heimat, genau da, wo seine Familie lebt. Kann die gesamte Golfregion in so kurzer Zeit evakuiert werden? In diesem konkreten Fall gibt es keinen historischen Vorläufer, dass ein ganzer Staat sich und seine Gesellschaft evakuiert hat. Es wird individuelle Selbstevakuierungen geben. Also die Leute werden selbst wegfahren wollen. Und das zu Hunderttausenden. Aber im Sinne von, ein Staat organisiert seine eigene Evakuierung, das halte ich für völlig unmöglich. Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich begrüße Sie zum Journal um 8. Heute nur mit einem einzigen Thema, der Komet. Heute vor 3 Tagen gelang es Wissenschaftlern zu berechnen, dass der Ort des Einschlags... Wenigstens könnten wir bei meinen Eltern in Bethune alle zusammen sein. Während die und wie sollen wir jetzt da hinkommen? Panik und Chaos in Mexiko und den Vereinigten Staaten ausgelöst hat, atmet Europa ein wenig auf, obwohl die Gefahr bei weitem... Michelle, ab sofort gehst du nicht mehr alleine mit dem Hund raus. Oh, Papa, keiner wird... Michelle, Ende der Diskussion. Ich komme mit runter, wenn ich hier fertig bin, okay, Schatz? Gib mir eine halbe Stunde. In Hawaii haben die Wissenschaftler ihre Arbeit beendet. Was hast du vor? Willst du nicht bei deiner Familie sein, wenn er einschlägt? Meine Eltern starben bei einem Autounfall, da war ich 15. Mein Dad fuhr oft mit mir zum Camping. Wir lagen dann in unseren Schlafsäcken und sahen zu den Sternen. Jetzt habe ich einen Platz in der ersten Reihe. Den gebe ich nicht freiwillig auf. Versprich mir, vorsichtig zu sein, okay? Pass bitte gut auf Xiang auf. Sie ist schon unterwegs nach Hause. Xiang? Werden die seismografischen Daten weiter übertragen während des Einschlags? Was tust du denn hier? Wolltest du nicht? Ich meine, hattest du nicht geplant, nach Hause zu fliegen? Schon vor Stunden? Um mich um einen Platz zu schlagen? Hier haben wir wenigstens was zu tun. Nicht wahr? Seit Tagen ist Fernando zu Fuß unterwegs. Er hat niemanden getroffen. Niemanden, der ihn hätte warnen können. Obwohl New York fast 3000 Kilometer entfernt liegt, müssen auch hier die Bewohner mit dem Schlimmsten rechnen. Die meisten haben die Stadt bereits verlassen. Wer es sich leisten konnte, ist auf einen anderen Kontinent geflohen. Wann immer du willst, Komet, ich bin bereit. Verdammter Idiot, du hättest sie töten können. Komm weiter. Katrin, hier drüben ist es. Michelle, los, mach schon, schneller!
Schutzschild. Stopp, das war's. Alles voll. Wegen der späten Berechnung des Einschlagsortes wurden in vielen Ballungszentren kaum Vorbereitungen getroffen. Jetzt ist jeder auf sich selbst gestellt. Die Plätze in öffentlichen Schutzräumen sind knapp und reichen bei weitem nicht für alle, die in der Stadt geblieben sind. Halt den Hund fest. Sarah! Irrend stößt Fernando auf eine Kaserne der mexikanischen Armee. Hey! Ist noch irgendwer hier? Ist ja gut, ist ja gut. Komm her. Die haben euch allein gelassen. Ihr würdet glatt verhungern. Nur 800 Kilometer entfernt vom berechneten Einschlagsort sind hier die Überlebenschancen gering. Die unterirdischen Schutzräume sind verlassen. Die Jäger haben einen Leoparden in der Nähe des Dorfes gesichtet. Dass ihnen in Wirklichkeit eine viel größere Gefahr droht, wissen sie nicht. Zorniger Gott kündigt sich der Komet an. Das ist die neueste Computersimulation. Sie zeigt, dass es egal ist, ob das Geschoss an Land oder im Ozean einschlägt. Es heizt den Untergrund so unbeschreiblich auf wie eine Superluftpumpe. Die Temperatur steigt auf über 50.000 Grad Celsius. Dann dehnt sich alles wahnsinnig schnell aus und schleudert dabei Gestein ins All auf eine Distanz, die den Erdumfang um ein Mehrfaches übersteigt. Der Boden des Einschlagkraters wird beiseite geschoben und die obersten 10 Kilometer Gestein herausgerissen. Sei brav. Alles gut. Wenn die Karre erst läuft, fahren wir alle nach Yucatan. Schon, Maria, nimm den blöden Hörer ab. Es dauert nur ein paar Sekunden, bis diese enormen Temperaturen einen sich ausdehnenden Feuerball bilden. Dieser Feuerball ist 10-mal heißer als die Sonnenoberfläche. Alles in einem Umkreis von 1600 Kilometern geht in Flammen auf.
Innerhalb von Sekunden ist Houston ausgelöscht. Die Auswirkungen des Einschlags sind sofort viele tausend Kilometer entfernt spürbar. Auch auf Hawaii. Oh nein. Einschlag. Das ist die EMP-Welle. Ein elektromagnetischer Puls, EMP, zerstört sämtliche elektronischen Geräte. Frisch geladene Teilchen erzeugen Effekte ähnlich gigantischen Polarlichtern in der Atmosphäre. Es sind Vorzeichen einer extremen Veränderung. Was ist denn das? Die ungeheure Energie, die bei einem Einschlag dieser Größenordnung entsteht, bewirkt die Freisetzung von Teilchen, insbesondere Elektronen, die sich sehr, sehr schnell hin und her bewegen. Diese Teilchen erzeugen ein extrem starkes elektromagnetisches Feld, das in jeder Art von elektrischem Leiter Überlastung verursacht. Alles, was zum Beispiel einen Computerchip enthält, wird zerstört. Unsichtbar und lautlos jagt der EMP um die Welt. Wieder nach Hause, Schatz. Hab keine Angst. Hey, Sean! Guck dir das an! Eine Wolke aus Staub und Asche hat Hawaii erreicht. Sie bringt einen salzigen Schmutzregen, der auf der Haut brennt. Spuren eines solchen Phänomens kann man weltweit in den geologischen Überresten vergangener Katastrophen finden. Der Geologe Jan Smith, Spezialist für die Analyse der geologischen Spuren des Einschlags am Ende der Kreidezeit. Wir haben hier einen besonderen Bohrkern aus dem Atlantik. Man sieht die langsam abgelagerten Sedimente aus der Kreidezeit am Ende des Mesozoikums. 10 Zentimeter entsprechen in etwa 1000 Jahren. Aber vor 65 Millionen Jahren sehen wir auf einmal diese braun-grünliche Schicht. Und die hat sich innerhalb weniger Tage abgelagert. Das zeigt die enorme Gewalt des Einschlags, der sich über 3000 Kilometer entfernt ereignete. Nur die Ärmsten der Armen sind in der Stadt zurückgeblieben. Innerhalb der nächsten Stunde wird alles unter einem dicken Mantel aus Staub und Asche verschwinden. Der Einschlag löst noch eine weitere Katastrophe aus. Durch den Aufprall ins flache Wasser an der Küste der Halbinsel Yucatan türmt sich eine gigantische Welle von fast 1000 Metern Höhe auf. Diese Welle bricht sofort auf 30 bis 50 Meter ein und verliert noch mehr an Höhe, wenn sie in tiefere Gewässer kommt. Aber sie behält ihre Energie. Der Geophysiker Robert Weiss, weltweit anerkannter Fachmann für die Entstehung von Tsunamiwellen. Die Wellenhöhe verringert sich zwar im tiefen Wasser, aber sie erzeugt eine größere Wellenlänge. Und diese sehr lange Welle rast auf die Küste zu. Bei einem Tsunami fließt nicht das Wasser, sondern die Energie. Das bedeutet, dass die Energie von einem Wasserpartikel zum nächsten geleitet wird. Die gesamte Welle drückt von hinten auf die Wellenfront und erzeugt dadurch eine gigantische Wasserwand.
den Küstengebieten nach dem Feuersturm übrig geblieben ist, versinkt in den Fluten. Hunderte Kilometer dringen die Wassermassen ins Landesinnere vor. Die Welle verlässt den Golf von Mexiko und drängt in den Atlantik. Die gigantischen Wellen stürzen über die Karibikinseln einfach hinweg und rasen entlang der Ostküste nach Süd- und Nordamerika. Eine 6 Meter hohe Randwelle erreicht New York. Die reißende Flut überschwemmt Manhattan. Stundenlang drücken die Wassermassen in die Häuserschluchten, bevor sie wieder abfließen. Mit über 500 Kilometern pro Stunde jagen die Wellen über den Atlantik, der europäischen und afrikanischen Küste entgegen. Auf dieser Seite des Ozeans haben sie kaum an Größe und Kraft eingebüßt. Städte wie Dakar und Lissabon, später Bordeaux und Brest gehen unter. Die andere Seite des amerikanischen Kontinents im Pazifik bleibt von einem Tsunami verschont. Warte! Komm weiter, Xiang! Xiang versucht, die letzten wissenschaftlichen Aufzeichnungen zu retten. Das verdampfte Gestein verdichtet sich zu kleinen Partikeln. Diese werden überall in die Atmosphäre wieder eintreten und damit die schlimmsten globalen Probleme verursachen. Extreme Hitze weltweit. Innerhalb weniger Minuten färbt sich der Himmel glutrot. Menschen und Tiere werden von dem plötzlichen Anstieg der Temperaturen überrascht. Noch nie haben die Baka etwas Vergleichbares erlebt. Mit einem Ritual versuchen sie, den schrecklichen Spuk zu beenden. Auch auf Hawaii kündigt sich der aufkommende Feuersturm an. Noah und Xiang suchen im Keller des Observatoriums Zuflucht. Hitze wird durch Gestein erzeugt, das beim Einschlag ins All geschleudert wurde. Die wirklichen Probleme für die Erde werden von kleinen Hochgeschwindigkeitspartikeln verursacht, die aus dem All zurückfallen. Sie haben sich vom Dampf verdichtet und regnen überall in die Atmosphäre. Zur selben Zeit fallen faustgroße Felstrümmer auf die Erde nieder. Aber der gefährliche Teil sind die kleinen Partikel. Denn während sie in die Atmosphäre eindringen, heizt diese sich auf. Die Temperaturen auf der Erde können auf 300 oder 400 Grad Celsius ansteigen. Dabei werden Wälder in Flammen aufgehen und jedes Lebewesen, das nicht irgendwo Schutz findet, wird lebendig geröstet. Die Luft in den Kellern von Paris wird schlechter. Das Atmen fällt schwer. Mama, mir ist so heiß. Wie lange dauert es noch? Es wird alles wieder gut. Sarah! Michel! Sarah!
die Atmosphäre bald einem Backofen. Die Luft brennt auf der Haut. Sarah! Und die Temperaturen steigen weiter an. Michelle! Sarah! Michelle! Wer jetzt keinen Schutz findet, hat keine Chance. Der unterirdische Teil des Canal Saint-Martin ist die Rettung vor der Hölle oben, wo die Hitze bald unerträglich ist. Die Erde brennt. Der Rauch der Feuer vermischt sich mit den emporgeschleuderten Staubpartikeln. Ein dichter Schleier bildet sich über der Erde. Das einzige Licht am Boden stammt von den Feuern selbst. Bei schweren Katastrophen ist die Solidarität innerhalb unserer Gesellschaft normalerweise groß. Rettungsaktionen werden schnell und effizient organisiert. Und dieses Mal? Bisher war es bei großen Naturkatastrophen immer so, dass die internationale Gemeinschaft sofort Hilfe organisiert hat und ihre Ressourcen mobilisierte und in die regional betroffenen Gebiete verbracht hat. Das wird dieses Mal nicht der Fall sein, weil die dazu notwendige Infrastruktur gar nicht mehr da ist. Es gibt keine Kommunikation, es gibt keine Treibstoffe. Das heißt, die Hilfe wird einfach nicht da sein. Die Welt wird brennen und keiner wird da sein, der sie löschen kann. Auf dem amerikanischen Kontinent sind die Auswirkungen verheerend. In einem Umkreis von 1500 Kilometern ist die Erde meterhoch von dem herausgeschleuderten Gestein des Einschlagsortes bedeckt. Wer überlebt hat, konnte dies nur in unterirdischen Verstecken schaffen. Erst die Staubwolke, dann der Tsunami. Jetzt wüten die Feuer in New York. Der Bunker hat den Erdstößen standgehalten, die dem Einschlag folgten. Fernando lebt. Aber was ist mit seiner Frau geschehen? Seinen Kindern? Auch die Baka haben sich gerettet. Eine nahegelegene Höhle bietet ihnen Schutz. Hier drüben! Herr Neu! Steigt ein! Henri kann ein verlassenes Auto kurzschließen. Das alte Modell ohne Elektronik hat die Hochspannung des elektromagnetischen Pulses überstanden.
Ich hol was zu trinken. Du bleibst hier bei deiner Mutter. Bleib auf jeden Fall im Wagen. Gesellschaftlichen Strukturen auf den Kopf gestellt werden, in der es darum geht, das nackte Überleben zu sichern. Der Manager ist mit einem Mal nichts mehr wert, wenn er nicht solche Dinge kann. Der Professor ist nichts mehr wert, wenn er nicht bauen, jagen, Nahrungsmittel besorgen kann. Und vielleicht ist auch der nichts mehr wert, der nicht kämpfen kann und schützen kann. Das Risiko, dass eine Art neues Mittelalter entsteht, ist sehr hoch. Sieh dir das an. Ja, es muss Mittag sein. Suchen wir nach den anderen. Meinst du wirklich, die brauchst du noch? Ja. Gehen wir. Niemand hat in diesem Moment eine Vorstellung vom Ausmaß der Katastrophe. Für alle, die überlebt haben, beginnt ein neues Zeitalter. Doch zunächst senkt sich eine verhängnisvolle Nacht über die Erde. Sie wird über Monate andauern, bevor sich das Leben neu entfaltet. Die Feuer hinterließen verwüstete Landschaften. Dann kam die Dunkelheit. 75% aller Arten verschwanden für immer vom Antlitz des Planeten. Immer wieder hat sich die Erde von großen Katastrophen erholt. Doch was geschieht mit uns, wenn heute ein Komet die Erde trifft? So gewaltig wie schon einmal, vor 65 Millionen Jahren. Die Menschheit steht in unserer Geschichte an einem Wendepunkt. Ein Komet vom Rande des Sonnensystems ist auf Kollisionskurs mit der Erde. Weltweit führende Wissenschaftler analysieren unser Szenario des Kometeneinschlags. Können wir gar nichts mehr tun, um die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte abzuwenden. Dies ist der Augenblick der Wahrheit. Möge Gott uns allen helfen. Die Abwehrmission ist gescheitert. Familie Vatton erlebt das Unglück in Paris. Ich bin bestimmt bald bei euch. Fernando Martinez, ein junger Gastarbeiter, versucht, Frau und Kinder in Mexiko zu erreichen. Was er nicht weiß, er fährt der Katastrophe direkt entgegen. Sie haben die Koordinaten des Einschlags berechnet. Nach Yucatan. Heute ist ein tragischer Tag in der Geschichte unseres Landes. Genau da, wo vor 65 Millionen Jahren schon einmal ein Komet die Erde traf. Es ist wie damals. Doch diesmal ist die Menschheit bedroht. Die Menschen wissen nicht, was passieren wird. Es ist unaufhaltsam. Alles Leben im kontinentalen Maßstab wird sofort ausgelöscht. Ein einziger Schlag lässt die Erde brennen.
Das Meer bäumt sich auf mit vernichtender Gewalt. Seltsame Phänomene stellen sich ein. Feuerregen stürzt vom Himmel. Michel! Doch es gibt Überlebende. Die Menschheit wird in ein dunkles Zeitalter katapultiert. Seht ihr das an? Wird sie es überstehen? Life Clock. Mit Lebensuhr ist gemeint, dass die Erde, obwohl sie kein organisiertes Ökosystem ist, nach einem katastrophalen Ereignis sozusagen wieder zum Leben erwachen kann. Der Molekularbiologe Kenneth Story, sein Fachgebiet, Überlebensstrategien unter extremen Bedingungen. Das letzte Mal, als uns ein Komet traf, fing die Lebensuhr auch wieder an zu ticken. Nicht für jeden. Viele Arten sind ausgestorben. Die Biomasse auf der Erde hatte sich drastisch verringert. Einige Arten waren Verlierer, andere Gewinner, weil sie überlebt haben, wie Schildkröten und Krokodile. Aber ihr eigentlicher Vorteil war, dass sie keine Konkurrenten mehr hatten. Wo keine Feinde sind, ist auch niemand, der zur Hilfe kommen kann. Nur wenige hundert Kilometer vom Einschlagsort entfernt hat Fernando zwar überlebt, aber er ist völlig auf sich selbst gestellt. Der stechende Geruch von Schwefelgasen liegt in der Luft. Der Boden trägt die Hitze des Einschlags. Seit Tagen schon liegt die Dunkelheit wie ein schwerer Mantel über der Erde. Die Überlebenden versammeln sich an weithin sichtbaren Feuerstellen. Haben Sie vielleicht diese Frau gesehen? Sie trägt eine weiße Jacke. Henri sucht nach seiner Frau. Die Familie wurde auf der Flucht getrennt. Nach dem Chaos herrscht seltsame Ruhe. Noch sind ausreichend Nahrungsmittel vorhanden, die über die nächsten Wochen helfen werden. Aber wie lange bleibt es dunkel nach dem Einschlag? Ein großer Felsbrocken trifft die Erde. Dabei wird im Wesentlichen jede Menge Materie von der Erdoberfläche in Dampf verwandelt. Der Paläoklimatologe Matthew Huber. Er erforscht die Erdgeschichte. Dabei konzentriert er sich auf die Dynamik zwischen Ozean und Atmosphäre. Es gibt also eine Vermischung der Masse vom Einschlagsgeschoss mit dem verdampfenden Gestein der Erdoberfläche. Beides wird hoch in die Atmosphäre geschleudert, durch die Troposphäre in die Stratosphäre, wo sich der Dampf wieder verdichtet und eine massive Staubschicht bildet. Es wird sehr dunkel werden. Der Großteil des Sonnenlichts wird es nicht bis an die Erdoberfläche schaffen. Es wird so dunkel sein wie in einer mondlosen Nacht.
Nachdem sie das Observatorium verlassen haben, kämpfen sich die Wissenschaftler Noah Boyle und Xiang Yatan durch die vulkanische Landschaft Hawaiis. Im tropisch feuchten Klima der niederschlagsreichen Wälder sind nicht alle Pflanzen verbrannt. Aber das Ausbleiben des Lichts hat bald schlimme Folgen. Auch setzt den Pflanzen saurer Regen zu, verursacht durch Schwefelverbindungen, die der Einschlag in die Atmosphäre geschleudert hat. Die Pflanzen machen es nicht lange ohne Sonnenlicht. pH-Wert 4,2. 4,2 ist ungefähr der pH-Wert von saurer Milch. Für den Menschen eigentlich ungefährlich. Schwermetalle werden bei diesem Säuregehalt jedoch langsam aus dem Boden gelöst und können zu schleichenden Vergiftungen führen. Wir sollten nicht zu lange davon trinken. Wir sollten uns nicht zu lange auf dieser Insel aufhalten. Dunkelheit verwandelt die Welt. Die fruchtbare Insel wird zu einer lebensfeindlichen Wüste. Das Sonnenlicht ist die unverzichtbare Energiequelle unseres Planeten. Da die meisten Pflanzen ohne Licht nicht existieren können, sterben sie innerhalb weniger Wochen. Damit bricht die Grundlage der Nahrungsketten zusammen. Für das Leben wird es eng. Sie wissen sicherlich alle, was das ist. Ganz normale Kartoffeln. Ich will Ihnen zeigen, was mit solchem Saatgut oder Knollen passiert, wenn sie in der Erde keimen. Die Paläontologin Vivi Weider, spezialisiert auf Aussterbeprozesse in der Geschichte unseres Planeten. Sie wachsen, um durch die Oberfläche zu brechen und ans Sonnenlicht zu gelangen. Aber was passiert, wenn die Sonne gar nicht mehr scheint? Sogar in der Dunkelheit werden die Samen keimen. Auf der Suche nach Licht wachsen die Keimlinge extrem schnell, wie in einem Akt der Verzweiflung. Dabei verbraucht die Pflanze ihre ganzen Energiereserven. Wenn sie nur absolute Dunkelheit vorfinden, werden die bleichen Sprossen immer weiter wachsen. Einige Zeit nach dem Einschlag wird die Erde dann über und über mit weißen Sprossen von allen möglichen Pflanzen bedeckt sein. Aber schon nach kurzer Zeit geht den Pflanzen die Kraft aus. Sie sterben in der Finsternis. Die Pygmäen vom Stamm der Baka haben sich an die neuen Lebensbedingungen angepasst. Sie sammeln alles Essbare, was die Katastrophe zurückgelassen hat. Pflanzen und Tiere. Das Fleisch machen sie haltbar und lagern es ein. Während die Baka versuchen, sich in der neuen Situation zurechtzufinden, hat Fernando abgewartet. Jetzt hat sich der Boden abgekühlt. Fernando weiß immer noch nicht, wo genau der Komet eingeschlagen ist. Die verwüstete Landschaft bietet ihm keine Orientierungsmöglichkeit. Und doch bricht er auf. Die Hunde sind jetzt lebenswichtig für ihn. Sie sind seine einzigen Gefährten. Ihr bringt mich zu meiner Familie. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Los jetzt. Na kommt, bewegt euch! Vorwärts! Kommt schon, kommt schon! Los! Der
Der improvisierte Schlitten bewegt sich leicht auf den Mikrotektiden, gläsernen Kügelchen aus geschmolzenem Gestein. Sie sind beim Einschlag entstanden und bedecken im Umkreis von tausenden Kilometern die Landschaft. Nach Tagen der Suche treffen Noah und Xiang endlich andere Überlebende. Hey, hallo! Hab keine Angst! Deine Hand! Lass mich mal sehen! Wo wollt ihr hin? Ich kann euch helfen! Die kommen sicher wieder zurück. Ja. Das hoffe ich. Naturkatastrophen erschüttern den Glauben in die Kontrollierbarkeit und Sicherheit unseres Lebens. Der Psychologe David Sattler, Spezialist für die psychischen Folgen von Hurricanes, Erdbeben und Tsunamis. Es ist so wichtig, dass wir in der Lage sind, vorauszusagen, was passieren wird. Wir alle haben Gewohnheiten, die wir täglich wiederholen, um welche Zeit wir aufwachen, wann wir ins Bett gehen. Wir wissen, dass wir uns auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln verlassen können. Menschen, die flexibel denken können, die sich schnell neuen Situationen und Herausforderungen anpassen. Sie können es schaffen. Solche, die einen gewissen Optimismus haben und ein Problem angehen, indem sie einfach fragen, wie können wir es lösen? Mit einem Floß wollen Noah und Xiang auf eine der Nachbarinseln gelangen. Außer der einen enttäuschenden Begegnung haben sie noch keinen weiteren lebenden Menschen getroffen. Sie wissen, dass sie alleine auf Dauer keine Chance haben. Sieh dir das an. Es ist wunderschön. Ja, und hochgiftig. Ein Pilz, wie sie ihn noch nie gesehen haben. Jetzt kommt eine Zeit, in der Pilze das Antlitz der Erde prägen werden. Die Dunkelheit nach dem Einschlag bietet optimale Lebensbedingungen für Pilze jeder Art. So belegen es die steinernen Zeugen der Vergangenheit. Hier sehen wir die KT-Grenze in Neuseeland. Bei unseren Untersuchungen haben wir unterhalb der Grenze hunderte verschiedene Pollen- und Sporenarten der unterschiedlichsten Pflanzen nachgewiesen. Die sogenannte KT-Grenze markiert das abrupte Ende der Kreidezeit, ausgelöst durch den Meteoriteneinschlag vor 65 Millionen Jahren. Der scharfe Übergang zwischen Kreide- und Tertiärzeit ist weltweit zu finden. Sobald man in die Nähe der Grenzschicht kommt, findet man in einer 4 mm dicken Ablagerung nur noch Pilzsporen. Wir müssen uns also ein Szenario vorstellen mit heruntergestürzten Ästen, toten Tieren und Pflanzen. Und obendrauf wachsen Pilze. Der Grund dafür ist, sie betreiben keine Photosynthese. Sie brauchen kein Sonnenlicht, um zu wachsen. Einige Zeit nach dem Einschlag haben Pilze die Erde beherrscht. Anders als Pflanzen können Pilze völlig ohne Licht existieren. Sie bauen totes organisches Material ab, Überreste von lebenden Organismen. Ganze Landschaften werden von Pilzen überdeckt sein. Aber ihre Ära ist nur von kurzer Dauer. Sie werden von einer anderen Entwicklung überholt. Die andauernde Dunkelheit lässt die Erde auskühlen. Obwohl es erst September ist, fallen die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt. Ein langer Winter beginnt. Michel und Henri haben in einem verlassenen Gehöft Zuflucht gefunden. Dunkelheit und Kälte verdammen sie zum Nichtstun und zehren an den Nerven. Was fummelst du an dem Radio um, Papa? Ich hab Hunger und wir haben fast kein Feuerholz mehr. Hör zu. Ich bin auch hungrig. Aber wir müssen wissen, was draußen los ist.
ob Menschen in der Nähe sind, die uns vielleicht helfen können. Ob noch Züge fahren oder auch Autos. Wir wissen hier drin gar nichts. Gar nichts. Die anderen sagen, es ist wärmer am Mittelmeer. Mama wird sicher versuchen, dahin zu gehen. Wenn ich das Ding irgendwie ans Laufen kriege, dann finden wir garantiert auch Mama. Ich geh mal raus und hol noch mehr Feuerholz, okay? Mir, es tut mir leid. Papa, ich will nach Hause. Ich weiß, Schatz. Zuerst einmal braucht man die, die unmittelbar nützlich sind fürs Überleben. Der Soziologe Wolf Dombrowski von der Universität Kiel. International anerkannter Spezialist für Katastrophenmanagement. In dieser Situation wird es zu extremen Herausforderungen kommen. Individuell, weil es an medizinischer Versorgung und an Ernährung fehlt. Also Mangelkrankheiten werden eine Rolle spielen. Infektionskrankheiten werden sehr schnell zum Tode führen. Die Lebenserwartung wird generell zurückgehen. Aber auch kollektiv wird es zu sehr schweren Problemen kommen. 2 Monate schon dauert die Dunkelheit an. Die Temperaturen fallen immer weiter. Eine verlassene Ruine bietet einer kleinen Gruppe Schutz. Zur Kälte der Nacht kommt die Ungewissheit. Wird es eine Zukunft geben? Zusammengepfercht mit anderen Überlebenden kämpfen Henri und Michel gegen den Frost. Ja, mein Schatz, du wirst sehen, alles wird gut. Die Sonne ist wieder da. Aufstehen! Mit der Sonne kommt die Hoffnung auf ein Ende des fürchterlichen Winters. Basierend auf den Fakten aus der Vergangenheit hat Matthew Huber ein Klimamodell der Monate nach dem Einschlag entwickelt. Man könnte annehmen, dass es nach einiger Zeit durch Regen und den Fallout des Staubes besser werden würde. Und tatsächlich, nach Wochen und Monaten sinkt der Staub herab. Doch die Nachrichten sind nicht so gut, wie man annehmen könnte. Als der dicke Felsbrocken auf der Erde einschlug, traf er auf jede Menge Kalkstein und Salzwasser. Das Gemisch wurde nach oben geschleudert und hat eine enorme Menge Schwefel in die Atmosphäre eingebracht. Das dadurch erzeugte Aerosol, eine Art Dunst, verbleibt noch lange in der Atmosphäre, auch wenn der Staub längst herabgesunken ist. Und dieser Dunst führt zur Abkühlung. Die Eiskappen an den Polen entziehen der Luft die Feuchtigkeit und wachsen immer schneller. Das Klima wird trockener, die Kontinente überfrieren. Paris liegt inmitten einer Eiswüste, 40 Grad unter dem Normalwert. Nur in der Nähe zum Ozean bleiben die Temperaturen erträglich. In New York liegen sie knapp unter dem Gefrierpunkt. Viele Baka sind krank, die Vorräte gehen zu Ende, die Pygmäen leiden an Mangelerscheinungen. Zum ersten Mal in seinem Leben sieht Lomama die kalten weißen Flocken, für die die Baka in ihrer Sprache keinen Namen haben. Wo soll er hier Nahrung finden? Kein Leben weit und breit, zumindest auf den ersten Blick.
Und doch, die Natur ist extrem widerstandsfähig. Beispiele dafür gibt es genug. Dies sind frostresistente Waldfrösche aus Kanada. Sie überleben bei uns 8 bis 9 Monate steif gefroren in der Erde. Wenn der Frosch einfriert, dringt das Eis in die Arterien und Venen ein. Das sind lange Röhren und das Eis wandert an ihnen entlang. Dabei wird das Blut ins Innere des Frosches gedrückt. In diesem Augenblick schlägt das Froschherz wirklich schnell. Der Frosch hat keine Angst, aber sein Herz rast und sein Blut fließt sehr schnell. Und wenn das Blut ganz gefroren ist, hört das Herz auf zu schlagen und ist komplett von Eis umgeben. Wenn man jetzt Elektroden an das Froschhirn anschließen würde, könnte man keinerlei Gehirnaktivität mehr feststellen. Er ist tot. Aus und vorbei. Aber sobald der Frosch auftaucht, fangen seine Organe wieder an zu arbeiten. Das Gehirn wird wieder versorgt und er hat ein normales Aktivitätsmuster. Er hat nicht vergessen, was er gelernt hat und trägt keinen Schaden davon. Von einem Kometeneinschlag weit entfernt, der den Winter verlängert, würden die Frösche wahrscheinlich nicht einmal etwas mitbekommen. Während er einfriert, schüttet der Frosch große Mengen an Glucose aus. Dadurch schützt er seine Zellen vor der Zerstörung durch Eiskristalle. Wenn der Frost geht, erwacht der Frosch zu neuem Leben. Ein weiteres Beispiel für die Hartnäckigkeit des Lebens ist der Urzeitkrebs. Er gehört zur ältesten lebenden Tierart der Erde und hat in der Vergangenheit feindlichsten Bedingungen getrotzt. Sein Geheimnis sind Dauereier. Trocknet sein Lebensraum aus, so stirbt der Krebs zwar, doch seine extrem widerstandsfähigen Zysten bleiben. Und kehrt das Wasser selbst erst nach Jahrzehnten zurück, sind seine Nachkommen noch immer bereit zum Schlüpfen. Wo seid ihr? Gestern ist Fernando das Essen ausgegangen. Jetzt sind die Hunde spurlos verschwunden. Hey, Jungs! Hey! Hey, Jungs! Kommt zurück! Hey! Allein sind seine Überlebenschancen minimal. Aber die Verzweiflung treibt ihn weiter. Schweflige Dämpfe machen ihm das Atmen schwer. Weltweit fallen zwar die Temperaturen, doch hier in der Nähe des Einschlagsortes ist es immer noch warm. Aber ohne Wasser sind Fernandos Tage gezählt. Für Noah und Xiang wird die Zeit knapp. Das kriegen wir nie zum Schwimmen. Hör auf, wir haben's fast. Xiang, pass auf! Runter! Das Verrückte ist, das ist ganz normale Aktivität. Mit dem Einschlag hat das alles nichts zu tun, glaube ich. Wir bauen ein Floß und wollen rüber nach Maui. Mauna Loa ist überfällig. Und wir wollen nicht in der Nähe sein, wenn er ausbricht. Ah, ihr denkt, die Zeit reicht, das fertig zu bauen? Kommt mit mir. Tatsächlich gehen die Wissenschaftler davon aus, dass der Einschlag keine Vulkanausbrüche auslöst. Aber ein aktiver Vulkan wie der Mauna Loa ist ein ständiges Pulverfass. Jetzt ist er aus seinem Schlaf erwacht.
Die Kälte hat Europa in ihrem eisigen Griff. Im Landesinneren sind die Temperaturen unerträglich. Aber das zurückgekehrte Tageslicht lässt die Verzweifelten hoffen. Eine Gruppe bricht in Richtung Süden auf. Michel und Henri sind unter ihnen. Nur wenn sie mit den anderen ziehen, haben sie eine Chance. Hier wartet nichts als der Tod. Im Inneren der Kontinente wird es extrem kalt werden, bis zu 30, 40 oder gar 50 Grad unter Null. Aber wir können auch davon ausgehen, dass die Ozeane nicht so sehr abkühlen werden. Also, wenn man überleben will, muss man an die Küsten gehen. Sobald man sich von der Küste entfernt, wird es so kalt sein, wie wir es noch nie erlebt haben. So, was haltet ihr davon? Wollt ihr jetzt noch weiterbauen an eurer Todesfalle? Die Makali, wir haben sie ganz in der Nähe in der Höhle entdeckt. Kommt mit! Hey, hört mal alle her. Das sind Noah und Chiang. Sie kommen mit uns. Wir laufen morgen früh aus. Die beiden spüren das Misstrauen der anderen. Auf dem Boot sind Platz und Ressourcen begrenzt. Auf der Flucht haben Henri und Michel in einem verlassenen Bahnhof Unterschlupf gefunden. Immer noch setzt Henri alle Hoffnung daran, mit dem Funkgerät Kontakt zu anderen Überlebenden zu bekommen. Vater und Tochter sind bisher von Krankheiten verschont geblieben. Eine ständig drohende Gefahr. Medizinische Versorgung gibt es praktisch nicht. Die kleinste Infektion kann das Todesurteil sein. Michel vermisst ihre Mutter. Immer wieder sucht sie nach einer Spur. Das Unglück hat viele Familien auseinandergerissen. Nachrichten und verzweifelte Suchmeldungen hängen überall. Doch nirgends ein Zeichen von ihrer Mutter. Obwohl es nicht mehr weit ist, weiß niemand, ob sie den Weg bis zum Meer schaffen. Zu viele sind krank und schwach. Zu langsam kommen sie voran. Aber dann macht Michel einen unerwarteten Fund. Ist die rettende Küste plötzlich in greifbare Nähe gerückt. Eine gigantische Anhöhe aus losen Gesteinsbrocken türmt sich vor Fernando auf. Hier führt kein Weg vorbei. Nur noch mit größter Mühe weiter voran. Aber sein Weg hat ihn ein letztes Mal in die Irre geführt. Er hat keine Chance mehr. Der Einschlagsort. Ein Krater von 200 Kilometern Durchmesser, angefüllt mit flüssiger, heißer Lava. Im Umkreis von mehr als 1000 Kilometern gibt es kein Leben.
Die Gruppe um Henri und Michel hat nach einer langen Wanderung die Küste erreicht. Bei Vater und Tochter ist die Freude verhalten. Zu lange sind sie schon auf der Suche nach Catherine. Papa? Was ist denn, Michel? Wo gehen wir hin? Wieso? Sag's mir einfach. Perpignan, Torres. Saint-Nazaire. Vielleicht bis Argelès. Wer weiß. Mal sehen. Wir finden sie wieder. Das weiß ich. Das kleine Flüchtlingsboot im Pazifik ist auf einem Weg ins Ungewisse. Ihr Überleben hängt jetzt von dem ab, was sie aus dem Ozean gewinnen können. Und tatsächlich, Haie. Aber die Haie sind nur die letzten Überlebenden. Auch der Ozean leidet unter der Katastrophe. Das Meer gleicht einer Wüste. Für lange Zeit. Seit Tagen schon wandert die Gruppe weiter Richtung Süden. Die Freude, der Eiszeit entkommen zu sein, macht langsam der Ernüchterung Platz. Es ist zwar wärmer, aber immer noch haben sie niemanden getroffen oder einen Platz gefunden, um sich niederzulassen. Wie soll ein Mensch in solch einer Situation reagieren, wenn er in einem unbekannten Gebiet zum ersten Mal auf eine fremde Gruppe trifft? Der Anthropologe Stanley Ambrose, sein Spezialgebiet soziales Kooperationsverhalten im Zusammenhang mit historischen Bevölkerungseinbrüchen. In schwierigen Zeiten der Erd- und Menschheitsgeschichte, zum Beispiel während der letzten Eiszeit, speziell in der frühen Phase, als es wirklich sehr hart zuging, war die beste Überlebensstrategie, mit den Nachbarn zu kooperieren. Geschenke zu überreichen, war wahrscheinlich der beste Weg, um sich den Zugang zu Territorien zu sichern, in die man gelangen musste, wenn die Ressourcen im eigenen Gebiet erschöpft waren. Um es kurz zu machen, die äußerst schwierigen Umweltbedingungen entwickeln einen starken Druck auf die Menschen. Sie müssen miteinander kooperieren. Hier treibt sich viel Gesindel rum. Wo kommt ihr her? Paris. Letzte Woche ist noch eine andere Gruppe angekommen. Kommt mit. Hier sind wir sicher. Mitten im Pazifik herrscht Flaute. Alles ist ruhig. Zu ruhig. Hey. Hey. Denkst du nicht, dass das alles nur noch Geschichte ist? Deshalb bewahre ich es ja auf. Für die Zukunft. Die Flüchtlinge ahnen nichts. Aber über ihnen braut sich ein Sturm zusammen.
Die extremen klimatischen Veränderungen der Erde bleiben nicht ohne Folgen. Die Winde werden durch sehr starke Temperaturgefälle erzeugt und wir erwarten wirklich unglaubliche Windgeschwindigkeiten. Über den Ozeanen, wo nichts ist, was Winde aufhalten kann, können wir mit massiven Stürmen rechnen. Ungefähr so stark wie bei einem Tornado. Es werden Stürme sein mit Geschwindigkeiten von Hunderten von Kilometern pro Stunde. Plötzlich, aus dem Nichts, bricht der Orkan los. Das Boot und seine Besatzung haben nicht die geringste Chance. Hier am Fuße der Pyrenäen haben die Flüchtlinge gesiedelt. Eine kleine Insel in der großen Öde, die rundherum herrscht. Die Familie ist wieder zusammen. Für einen Moment sind die Strapazen vergessen. Und doch war es erst wie gestern, als eine Abwehrmission scheiterte und ein Komet die Erde traf. Der alles unwiderruflich veränderte. Unsere Zivilisation am Boden. Hat die Menschheit eine Chance? Wird die Erde sich erholen? Für die Wissenschaftler ist die Antwort klar. Der Einschlag vor 65 Millionen Jahren fand in einer tropischen Welt statt. Kanada, wo es Eiswüsten gibt und Tiere, die große Kälte überleben können, war einmal ein tropisches Paradies. Dinosaurier streiften umher. Wir haben heute immense Ölreserven, um das zu beweisen. Doch dieses Mal gibt es viele unterschiedliche Klimazonen. Nach dem Einschlag, nach dem 400 Grad heißen Tag und nach dem langen Winter wird es viel mehr Tiere geben, die besser überleben können. Die Lebensuhr wird diesmal schneller wieder anfangen zu ticken. Mehr Tiere werden überleben und auch die Vielfalt der Überlebenden wird größer sein. Vielleicht kommen sogar Säugetiere wieder aus ihrem Winterschlaflager. Sie strecken sich, finden was zu fressen und werden einfach so weiterleben wie gehabt. 1980, der Ausbruch des Mount St. Helens. Eine gesamte Bergspitze rutscht ab. 500 Quadratkilometer Fläche werden verwüstet. Alles Leben in der Region scheint für immer ausgelöscht. Aber die Natur erholt sich schnell. Viel schneller, als die Wissenschaftler es erwartet haben. Und nicht nur die Pflanzen kommen zurück, auch die Tiere. Flexibel besiedeln sie den Lebensraum. Wenn es ein Signal aus solchen Katastrophen gibt, dann ist es Hoffnung. Wie genau es weitergehen wird, können auch die Wissenschaftler nicht sagen. Aber sicher ist, das Leben wird auch dahin zurückkehren, wo es ausgelöscht wurde. Der Mensch hat sich im Laufe seiner Geschichte als zäh erwiesen und schon viele Krisen überstanden. Den Kindern, die in der Welt danach geboren werden, wird die alte Zeit aus den Erzählungen ihrer Eltern so fremd vorkommen, wie eine weit zurückliegende Vergangenheit. Unser blauer Planet wird sich von der Katastrophe erholen, wie schon so oft im Laufe seiner Geschichte. Viele Arten werden für immer verloren sein, aber neue Formen des Lebens werden das Licht der Welt erblicken.